Ein historischer Trogbrunnen hat seinen neuen Platz gefunden am Museum. Ursprünglicher Standort war hinter der Klausdachvilla und wurde von Mitarbeitern des Bauhofes gesichert, aufgearbeitet, ein Häuschen dazu gebaut nach historischem Vorbild und nun Ostern 2022 wird er eingeweiht und bereichert Ortsbild und Museumsbild und wir sind alle sehr stolz und freuen uns sehr und danken denen, die sich da besonders drum bemüht haben vom Bauhof Schönheide. Eine wie immer gute Zusammenarbeit. Im Zuge der Schließung des Eisenwerks Schönheider Hammer ist uns ein Teil der historischen Hinterlassenschaften des Betriebes zugegangen oder der Familie Querfurt, alles was da so noch im Eisenwerk da war, unter anderem dieses wunderschöne Bleiglasfenster, was ursprünglich mal in den 30er Jahren im alten Herrenhaus eingebaut war, später dann im Speisehaus. Zum Schluss war es dann einfach irgendwo eingelagert und jetzt findet es einen neuen würdigen Platz im Museum. Im Zuge dessen werden wir eine Ausstellung dazu vergrößern, etwas umbauen, erweitern und werden dann auch die anderen Stücke, historische Stücke noch gezeigt, unter anderem das bekannte Gemälde und so weiter, wird dann einen dauerhaften Platz im Museum finden. Im Frühherbst vielleicht vom Oldtimer-Treff so in etwa, wenn wir das eröffnen, dann die neue Ausstellung.